Guten Morgen, meine Lieben. Ein wenig Wirtschaft und Politik. Was hat Chlorgranulat für den Pool mit Wirtschaft und Politik zu tun? Meine Frau sagt so immer wieder, sie kann sich sehr viele Dinge sehr gut merken über lange Zeit. Das können wahrscheinlich Frauen sowieso. Und sie sagte: Mensch, das wird immer teurer. Jetzt kostet dies und das beim Aldi oder bei sonst wo dies und das. Und das wird jeden Tag teurer, hat man das Gefühl, und ich weiß das ja, und letztens habe ich immer wieder mehr bezahlt, na und so weiter. Gucken wir uns mal dieses einfache Produkt an. Ich habe das deswegen genommen, weil ich das immer bei Amazon bestelle. Und zwar 10 Kilo Chlorgranulat von Höfer Chemie, 33,95, das war 2011. Achtung! 2015, 34,95. Ja, ist nicht viel mehr, ein bisschen, ne? Nochmal. 33,95, 34,95. Gleiche Menge. Ich habe dann mal versucht, mit Algenvernichter beizugehen. Nee, es kommt auf den richtigen pH-Wert an, das musste ich dabei lernen. Aber gucken wir unser Chlorgranulat an. Wieder ein Euro teurer. 36,95. Hier 4, nee, 2 Euro teurer. Hier 34,95, hier 33, ne, 2011, 2015 34 und dann 36,95 2016. 2019, gleiche Menge, gleicher Betrieb, 44,95. Ich suche mir natürlich, weil das sowieso immer überall das gleiche ist, ob das nun sonst wie heißt, ganz egal, ich suche mir natürlich immer die günstigsten bei Amazon dann raus. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, der Amazon, den muss ich nicht noch Geld in den Rachen werfen. Ja, natürlich, ja, schon. Ihr müsst eurem Supermarkt aber auch nicht Geld in den Rachen werfen. Denn letztendlich ist der Supermarkt auch bloß Bestandteil eines großen Konzerns. Naja, gut. So, und jetzt gucken wir mal. Dann habe ich versucht, bei der gleichen Firma das zu bestellen. Aber da es sowieso das gleiche ist, ich habe dann 49,99 für die gleiche Menge Chlorgranulat, gleiches Zeug drin, bei denen hier gekauft. Merkt ihr was? So, und jetzt, was hat das alles mit Wirtschaft und mit Politik zu tun? Jetzt habe ich mir natürlich auch mal die Heizölpreise auf dieser Seite angeschaut. Ich werde euch am besten das mal verlinken, weil hier kann man schön spielen. Spielen in Form von, man klickt hier verschiedene Jahreszahlen an. Jetzt ist das hier sehr, sagen wir mal, ja, durcheinander. Und ich nehme mal, das ist wichtig, weil hier ändert sich sonst die Skala. Ich nehme mal 2011 und lass mal die anderen Preise weg. Und dann wird das schon übersichtlicher. 2000 übersichtlicher, weil immer der gleiche Maßstab hier angelegt wird. Achtung, wenn ich das mal wegnehme, ne, haben wir ganz andere Preisstaffeln, beziehungsweise hier machen wir es mal hier. Jetzt liegen wir hier bei paar 60, also damit es vergleichbar ist. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ganz typisch im Frühjahr, dann ordern die Leute nochmal. Das ist eigentlich in allen Jahren so. Das kann man sich hier zum Beispiel auch angucken. 2003, da sofft der Ölpreis mal ganz schön ab. Denkt immer an politische Ereignisse dabei. 2004 blieb er auf diesem schlechten Niveau und bewegte sich dann langsam wieder hoch. Oder 2005, hier, wenn es dann kühler wird, wird wieder bestellt. Also es hängt natürlich ein bisschen vom Jahresvolumen, von der Jahreszeit ab, aber selbst hier gegen Winter ist diesmal der Ölpreis abgesoffen. 2006 war das, 2007 stieg er wieder an und wir wissen alle, 2008 gab es ja einen Crash. Ja, 2008 und dann plötzlich so im Sommer wurde die Lehman Brothers Pleite ruchbar und wuff, ging der Ölpreis in den Keller. Na und so weiter. Das kann man dann schön hier verfolgen. Aber jetzt guckt euch mal diesen Preisverfall an. Wir waren bei paar 60 Euro, hier die gelbe Kurve, und liegen jetzt bei, ja, 38 Euro. Das ist aber schlimm. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Ich habe mal 3 Monate gewählt. Der Ölpreis soff ab, aber ich kann jetzt auch mal ein Jahr nehmen, ein ganzes Jahr. Also vom letzten Herbstanfang bis jetzt. Wir waren da bei 67 Euro und liegen jetzt bei 38 Euro. Es dürfte ein Zusammenhang erkennbar werden. Der Ölpreis, natürlich, wir müssen alle heizen, das schon, aber der Ölpreis hängt stark vom Öl selber ab. Aber wenn ich mir die anderen Produkte angucke, ereilt uns eine mächtige Inflation. Das
Ja, natürlich, das ist jetzt ein relativ schlechtes Beispiel, aber so schlecht ist es doch nicht, denn das sind Dinge, die braucht man nicht unbedingt und letzten Endes verteuern die sich. Beziehungsweise hier, je nach Wirtschaftslage und je nach Ereignis, je nach weltweiter Wirtschaftslage, dann geht der Preis in den Keller. Sollte uns alles zu denken geben, wenn wir so weitermachen, dann ja, haben wir vielleicht gar nichts mehr zu bezahlen fürs Öl, aber dann müssen wir auch nicht mehr heizen, ne? Dann ist es vollkommen egal. Ach ja, Klima. Ja, gut. Also, das zum, wie sagt KenFM immer so schön, Tagesdosis. Also, denkt drüber nach, macht euch Gedanken und setzt die Kommentare dann hier in dieses Kommentarvideo rein, wenn ihr welche loswerden wollt. Wie man zu den Links gelangt, Videobeschreibung werde ich hier wieder anfügen. Wenn ich mit dem Handy nämlich gucke, ist das ein bisschen schwierig. Wird immer gern genutzt, die dies wissen. Können das überspringen und können dann hier kommentieren. Habt einen schönen Tag, denkt drüber nach, aber macht was und macht's gut. Tschüss, tschüss.